Namaste, Gang Janine hier. Gang, heute ist Mittwoch. Wir haben morgen 11.11 Portal. Und ich merke persönlich seit 2 Tagen, dass ich total, ja, matt, ein bisschen lustlos, nennen wir es doch lieber mal so. Und wenn ich sowas 2 Tage echt so hintereinander kriege, dann habe ich eins gelernt, dass es in dem Moment einfach so ist, dass hier einiges losgelassen wird. Also, dass der Körper sagt, ey, nicht so viel ablenken, nicht so viel beschäftigen, schön langsam machen. Ich habe schon im letzten Video auch einiges erzählt darüber. Gerne anschauen. Hier wird einiges losgelassen und das kostet Kraft. Was das genau ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich die ganze Zeit eigentlich immer darum bitte, ja. Negative Glaubenssätze und alles, was nicht in mein System zu meinem höchsten Wohl ist, einfach zu entfernen. Und das entscheidet meine Seele und mein Göttliches, ne? Aber nicht ich als Kopf. Deswegen kann ich es nicht so genau sagen. Ich weiß, dass das eine gute Sache ist, aber es ist ein bisschen zermürbend jetzt. Mag sein, dass ihr auch genau da drinnen seid. Mag sein, dass einige erst hier reinkommen. 1-1-Portal, ich mache das heute. Ich hatte es eigentlich gar nicht vor, glaube aber, dass es einigen ein bisschen unterstützend helfen kann. Wir haben bei dem 11er-11er-Portal 4-mal die 1. Die 1 hat immer was mit Neustart zu tun. Wir sind in der Skorpionzeit, Leute. Immer eine immens wichtige Zeit, vor allem planetarisch. Schaut euch gerne coole Astrologen an. Ich kann euch immer nur ein bisschen Hilfestellung da geben. Ich bin da noch in Kinderschuhen. Ja, das können andere besser. Aber soweit ich das für mich fühle und verstanden habe, also wirklich beides miteinander, ist das dieses Portal, also diese Eins, Skorpion, Tod und Wiedergeburt, vier Einser, vier, die Zahl der Stabilität und zwar Neustart für langfristige Beziehungen, für Jobs, für Berufungen, für neue Glaubenssätze, die gesund ist und förderlich sind, dass dieses Portal, ihr könnt euch das wirklich wie ein Licht vorstellen, ein Lichttor ist, wo jetzt auf Mutter Erde einfach das Ganze, die ganzen Informationen kommen, die ganzen Anstöße dafür, damit wir wissen, wohin wir uns bewegen dürfen, können, sollen, ne? Wenn wir weiter wollen. So, ich bin heute ein bisschen langsam, das merkt ihr auch schon, weil es mir schwerfällt, wirklich sehr fokussiert zu bleiben. Also, es geht um Selbstachtung. Ganz, ganz klare Geschichte. Sich selbst zu vertrauen, was für einem wahr ist und was nicht. Und zwar Bauchgefühl. Nicht Kopf, nicht was man die ganze Zeit hört, sondern was fühlt sich für mich wahr an und was nicht. Auch wenn man es nicht greifen kann, ein Gefühl reicht vollkommen aus, um zu wissen, Wahrheit, nicht Wahrheit. Da werden wir alle immer sensibler werden. Ja, was es war, auch in Bezug auf Familie, ganz großes Thema, ganz großes Thema. Skorpionzeit ist die Zeit eigentlich, wo die meisten Familien sich entweder wirklich streiten, was leider einfach der Fall ist, oder wirklich ja, sich auch trennen, ja, weil da auch wiederum gezeigt wird, Tod und Wiedergeburt, wirklich so intuitiv, läuft es noch, hat es Potenzial oder ist da schon längst die Luft aus, ne? Auch Erkenntnisse, die kommen könnten bei einigen. Was ich auch spüre für einige, alles als Erkenntnisse, also wirklich alles positiv, Leute. Ja, hier gibt es keine Bad News, dass man sich vielleicht für bestimmte Dinge oder Menschen einfach unheimlich aufgeopfert hat. Ja, und die es einfach nicht wertschätzen und ja, wo es keine Früchte einfach trägt, ne? Wo man einfach Grenzen setzen muss. Das sind alles Geschichten, diese Elferportal wird Erkenntnisse bringen und wird auch wirklich diesen Neustart, okay, nee, jetzt geht's wirklich um mich, ja. Also, was ich noch spüre ist, und ich weiß nicht warum, aber ich glaube für wirklich mehr als einige, es wird der Donnerstag, es wird der Freitag und der Samstag sein. Da werden irgendwelche Glücksgeschichten, Erfolgsgeschichte stattfinden, die aus dem Nichts kommen. Natürlich auch verzögert, aber das ist so, diese Tage irgendwie fühlen sich für mich sehr offen an. Ich freue mich sakrisch, weil wie gesagt, ich hänge 2 Tage hier rum.
Aber es ist okay, wie gesagt, loslassen ist auch anstrengend einfach, ja, und das ist okay, solange es für was Gutes ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ey, mache ich jeden Scheiß mit, ja, auch wenn er unangenehm ist. So war ich schon immer und jetzt erst recht, okay? Auch bitte mit den Medien. Aufpassen, was ich gerade höre, was ich sehr spannend finde. Achtet bitte, wo ihr eure Aufmerksamkeit hinschiebt. Und wenn ihr euch ärgert über Medien und die ganze Zeit darüber redet und nachdenkt, dann füttert ihr genau diesen Wolf, den ihr nicht füttern wollt. Und da dürfen einige da vielleicht mal nächste Woche beim anderen Video ein bisschen mehr. Ja, ich würde gerne ehrlich gesagt anfangen. Fangen wir an mit dem Thema an sich. Also, Erkenntnisse einfach, dass man es verdient hat, auch einen guten Job zu haben, Erfolg zu haben, einen wundervollen Partner beziehungsweise unterstützende, fördernde Freunde und Bekannte zu haben. Ja, dieser Wunsch wird immer stärker und ich hoffe für viele von euch, dass es inzwischen egal ist, wer das ist, sondern dass einfach gute Energien um einen herum sind und dass man das Ganze nicht so ganz kontrolliert, wer das sein soll, wann das sein soll, wie das sein soll, ja, sondern das schön dem Göttlichen überlässt. Ja, ich denke, dass einige schon sagen können, dass es ganz anders ist. Letztes Jahr war es schlimmer, inzwischen ist man da leichter geworden, was das Thema angeht, ja, weil man merkt, dass es einem einfach nicht gut tut. Okay, also. Spirit sei so gut. 11.11 Portal, bitte. Neustart für langfristige Beziehungen, Jobs, neuen Erkenntnissen, neue Glaubenssätze, was einen selbst angeht, weil die Selbstachtung steigen wird oder steigt immer mehr. Merci. Habe den Mut, frei zu sein und wisse, Freiheit fängt dort an, wo das Wollen aufhört. Arsch auf einmal, Leute. Freiheit fängt da an, wo das Wollen aufhört. Ich will, ich will. Ich will es so, ich will es dann, ich will es. Nö, das ist nicht Freiheit. Dann beengt man sich selber, beengt Situationen und Spirit kann nicht mit uns dann arbeiten, weil wir einfach in einer anderen Frequenz sind. Wollen, wollen, haben, haben, so und so ist diese niedere Frequenz. Ja, erkläre ich ab und zu gerne. Und Spirit, deine Seele, dein höheres Ich ist da oben. Wie sollen die zusammenarbeiten? Und ich glaube, dass diese Erkenntnis, und sie zeigen mir auch, sie zeigen gerade den Daumen nach oben, dass diese Erkenntnis für ganz, ganz viele jetzt eine unheimliche Erleichterung sein wird, weil es immer mehr durch diesen 11.11-Portal auch verstehen werden. Schön. Welche Nummer ist das denn? Die 28, so ein Zufall 10, ne? Skorpionzeit. Also 10 ist Beenden eines Zyklus. Das ist eben eins, der Neustart für Beziehungen aller Art, für Jobs und auch, es geht um Selbstachtung, Leute, keine Frage hier. Ja, ganz, ganz süßes Bild auch. Also habe den Mut, frei zu sein und löse dich auch. Und das ist das, was sie mir gezeigt haben, weil ich denke, dass wir noch ein bisschen zu viel dazu beitragen. Ich habe es mir so gut, ich kann jetzt schon abgewöhnt, über ein bestimmtes Thema zu reden, geschweige denn zu denken, geschweige mir das anzuschauen. Das Thema gibt es in meinem Leben wirklich so gut wie fast gar nicht. Und das macht mich auch sehr entspannt. Und wenn jemand da kurz erzählt, dann sage ich aber wirklich auch nach 5 Sätzen, du, können wir gerne das Thema wechseln. Das ist schon genug in den Medien präsent und ich will das nicht füttern, ehrlich gesagt, weil ich diese Matrix einfach nicht mehr füttern will. Schöne Geschichte für einige von euch. Ich glaube, da sind einige da noch ein bisschen gefangen und denen ist gar nicht bewusst, wie sehr sie das Ganze füttern. Ja, es ist einfach so. Energie folgt der Aufmerksamkeit und auch wenn du für dich glaubst, dass du die Wahrheit kennst, ja, warum aufregen? Damit fütterst du nur, damit tust du nichts, gar nichts Gutes, weder dir noch dem Kollektiv. Und das willst du ja eigentlich, ne? Also, lass uns mal gucken in 3D, bitte, Spirit. Was ist so das, was so gerade ein bisschen aufgelöst werden will durch Erkenntnisse? Wir hatten schon die Aufopferung, wir hatten auch das Familienthema ein bisschen, die Selbstachtung.
Erfolg natürlich, dass wir uns das immer mehr gönnen. 11.11-Portal, was gibt es dazu zu sagen, bitte für diejenigen, die hier wirklich Interesse daran haben, alles ein bisschen besser zu verstehen und anzunehmen? Merci, merci. 1. Wen wirst du füttern? Fütterst du jetzt die Geschichte, die im Außen uns jetzt seit, weiß ich nicht, 2 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, knapp 1,5, 2 Jahren kontrolliert, obwohl sie so ist? Fütterst du sie und machst sie so groß? Regst dich auf, wirst wütend? Oder versteht man auch immer mehr, dass das ein Prozess ist und Veränderung ist nun mal immer schmerzhaft und nervig? Und deswegen ist die ganze Geschichte eigentlich okay auf eine Art und Weise im höheren Bewusstsein. Ansonsten für einige von euch diese Angst an sich in Beziehung, Angst, sich mit seiner Angst konfrontieren. Guckt ihr mal die kleine Hühnchen an. Und wir haben die 10 und wir haben die 1. Also ich denke, diese 11.11-Portal, ne? Also wir haben 2 Einser haben wir hier schon drinnen von dem Portal. Geht es darum, habe ich Angst oder bin ich mutig und lebe so, wie es sich richtig anfühlt? Ja, es geht um Freiheit, um Freisein. Bin ich frei oder lasse ich mich beschränken von irgendwelchen Dogmensystemen? Nö, im Grunde genommen kann man immer noch alles machen. Klar nervt das, keine Frage. Aber im Grunde genommen kann man immer noch alles machen. Also. Und die 4. Also wir haben jetzt, ne, 2 Einser und die 4. 11. 11 ist 4 mal die 1. Die Verbindung. Speziell für Gespräche und Liebe wird sich hier einiges auch öffnen. Kann für einige tatsächlich in den nächsten 3 Tagen da sein. Ja, muss aber nicht. Dieser Portal ist einfach dann offen, ob man jetzt das in 2 oder in 3 Monaten diese Energie mit diesen Energien arbeitet, ist die nächste Frage. Ich glaube, in den kommenden 3 Tagen, für diejenigen, die wirklich damit ein bisschen arbeiten wollen, dürfen sich die ersten 2 Karten auch so ein bisschen anschauen und auch die Verbindung zu sich und die Verbindung zu anderen. Also Angst oder frei sein in allen Aspekten. Ja? Kommunikation durch Gespräche ist für mich immer die Karte, ja, Gefühlsebene. Wenn das jetzt ausgeht, dann haben wir hier 2 und das ist die Entscheidung. Ja, Entscheidungen treffen, ne? Offen zu reden. Es wird jetzt aufgemacht, diese Tore, dass man wirklich heilen kann damit. Wenn es etwas zu besprechen gibt, dann wird die Person auch kommen, damit ihr es heilt ohne du, selbstverständlich, sondern wirklich mit Attitude, ja, also liebevoll, verständnisvoll. Wir hatten die Karte das letzte Mal zuhören, wichtig für einige in dieser Gruppe, die ich gerade erwähne. Auch zuhören, jeder hat seine eigene Wahrheit über sein Leben, über seine Geschichten. Es geht tiefer, als ich dachte heute, Spirit. Das, puh, okay. Aber die Heilungskarte. Also, wird einiges passieren, definitiv. Und bei der Karte sehe ich aber auch die Verbindung zu einem selbst. Ja? Also ich rede immer öfters mit mir. Das ist wirklich witzig. Also, lass uns weiterschauen. Die Einhörner sollten kommen. Ich habe eine ganz interessante Mischung heute. Mutter Maria natürlich, weil das Herzchakra jetzt immer mehr aktiviert ist. Das habe ich auch auf Facebook gepostet und daraufhin hat sich auch Mutter Maria jetzt hier gemeldet. 3D, dass wir uns anschauen. Angst, wovor haben wir Angst? Bei einigen höre ich jetzt auch und sehe ich auch gerade das Thema Verbindung an sich. Angst vor Liebe an sich, Angst vor einer Konfrontation. Anschauen. Es geht nur ums Anschauen jetzt gerade. Habe den Mut, frei zu sein und wisse, Freiheit fängt dort an, wo das Wollen aufhört. Du bist beschützt.
Es ist immens wichtig gerade. Ich will das ein bisschen auf der Oberfläche jetzt heute behalten, Leute, aber es ist energetisch für uns alle, fürs Kollektiv und fürs kollektive Bewusstsein gerade immens wichtig zu entscheiden, was du wählst bei jeder Aktion. Bleibst du irgendwo drinnen, weil du Angst hast, oder gehst du schon ins Vertrauen? Entscheidung. Es geht wirklich um Entscheidung. Und das gerne jeden Tag affirmieren auch. Guck mal, was für eine schöne Karte. Also, und hier ist sogar ein Reh, ganz, ganz süß und ganz viele Schmetterlinge. Das heißt, ne, Verwandlung, Transformation. Das ist das, was gerade passiert. Und du darfst gucken, wen tust du füttern? Tust du deinen Verstand, die Logik, das, ne, Männliche jetzt gerade füttern oder das Umhüllende, Umsorgende? Das glaube ich auch fürs Kollektiv, dass das immer interessanter wird. Wow. Neubeginn, Neustart. Ich denke, das ist das Thema für alle. Für alle, die bis jetzt zuschauen, generell. Man darf jetzt entscheiden, fühle ich mich beschützt und weiß es tief im Herzen? Füttere ich die Angst? Oder die Verbindung an sich, Neubeginn. Und das ist das Lichttor, ne? Das ist im Grunde genommen, kann man sich so jetzt das Elferportal schön vorstellen, oder? Ruhig mal das Licht einatmen. Richtig einatmen. Es passiert Heilung, höre ich. Wow, heute ist echt tief. Ich soll das ohne, aha. Und es geht um dieses Seelenverständnis, dass ihr immer besser versteht, dass ihr nicht nur funktioniert und irgendwelche rennenden Wesen seid, sondern dass da wirklich eine innere Intelligenz ist, die deinen kompletten Seelenplan hat, ganz genau weiß, welche wichtigen Stationen du in diesem Leben erreichen willst, welche bestimmten Lektionen du für dich einfach gerne lernen möchtest. Mega, mega schön. Na, das ist dieser Reset, Neubeginn, Seelenverständnis. Die ganzen Readings bauen im Grunde genommen darauf auf, wenn ihr mich schon länger verfolgt. Großes Kino gerade. Letzte Geschichte bitte und dann Mutter Maria. Merci. Lebensfreude. Und die ist nicht abhängig von außen und welche Regeln du kriegst. Überhaupt nicht. Wirklich nicht. Da habe ich auch ein Jahr jetzt gebraucht, aber. Habt es gut verstanden, ja. Also, Mama Maria, geht noch eine Kerze aus? Da bin ich ja gespannt. So. Schönes Portal, wirklich, ganz klar. Und wir sind beschützt, ja. Darf man spüren lernen. Angst hat nichts mit Vertrauen zu tun. Wen füttere? Welchen Wolf, ne? Welchen Wolf füttert man im Grunde genommen? Ja? Warum Angst? Warum Angst, offene Gespräche zu führen? Wovor hat man Angst? Ja, braucht man nicht haben. Richtig, genau. Die Hingabe, indem ich mich voll zu meinen Wertvorstellungen, meinen Beziehungen und Spirit bekenne, nenn Spirit. Die göttliche Intelligenz, wie du magst, wird mir klar, was ich als nächstes tun muss. Hier werden für einige von euch, auch wenn ihr euch das jetzt gerade nicht vorstellen könnt, weil es euch vielleicht nicht so gut geht oder wie bei mir jetzt, ihr müsst hier mitreden, ne? Lustlos sind, sehe ich das jetzt gerade, ja?
die nächsten Schritte kommen und zeigen sich jetzt. Jetzt ist kurz echt die letzten Tage ein bisschen Regenerationsphase gewesen. Wie gesagt, für einige, wenn du das hier hörst, wird das dann für dich auch in den kommenden Tagen spätestens kommen. Werden auf jeden Fall verstehen, dass die nächsten Schritte schon neu beginnen. Du verstehst immer mehr den Weg deiner Seele, höre dich gerade, was dir Spaß macht. Hingabe, Leidenschaften, die werden langsam wieder angeregt bei allen, ja, dass sie, das sind die Tore, die gerade geöffnet werden. Man geht weniger auf Angst, sondern verbindet sich immer mehr, sei es mit der Seele, sei es mit bestimmten Menschen, Kommunikation, Heilgespräche, weil man einfach es doof findet, dass das so gelaufen ist. Ja, da kommen viele Erkenntnisse. Und hab den Mut, frei zu sein, dich auch frei zu äußern. Und wisse, Freiheit fängt dort an, wo das Wollen aufhört. Ich will aber. Ne? Also die Hingabe, indem ich mich voll zu meinen Wertvorstellungen, ne, hatten wir am Anfang die Selbstachtung, welche Werte sind dir auch wichtig? Das haben wir, glaube ich, durch diese Krönchengeschichte jetzt immer besser mitgekriegt. Was ist wirklich wichtig? Gesundheit, wichtige Leute, seinen Körper achten und ehren und Gedankenhygiene. Im Grunde genommen ist das das Wichtigste, ne? Weil wir somit unsere Frequenz anbinden, also höher strahlen lassen und dadurch natürlich alles Geile anziehen, was da ist, von Geld bis auch was auch immer. Ja, also keine Frage. Das ist ja das große Ganze. Indem ich mich voll zu meinen Wertvorstellungen, meinen Beziehungen und Spirit bekenne, wird mir klar, was ich als nächstes tun muss. Hier wird echt viel, viel passieren. Letzte Geschichte, Mama Maria. Auch du bitte Arsch auf Eimer. Danke. Ja. Zeichen. Und Fürsorge. Ich achte, bemerke und vertraue den Zeichen, die der Himmel kontinuierlich schickt. Leute, hier passiert viel. Neubeginn, du verstehst die Zeichen, weil deine Seele immer mehr synchron ist, ja, mit dem Universum, können viele auch schon bestätigen. Immer mehr Sachen machen, die ihnen Lebensfreude schenken, ja. Und dann haben wir die Fürsorge. Der Himmel behandelt mich fürsorglich. Na klar, hat er ja auch gesagt, ey, hier, wir sind da. Wir sind da. Aber wenn du dich nicht mit uns anbindest, dann können wir dir das auch nicht zeigen, zukommen lassen. Ne? Der Himmel behandelt mich fürsorglich und ich halte mein Herz offen, damit ich mir selbst, anderen Menschen und der Welt mit Fürsorge begegnen kann. Und das ist das, was Sie am Anfang gesagt haben, weil ich glaube, dass einige anscheinend hier die Zuschauer dabei sind, die sich noch ein bisschen über die, also den falschen Wolf füttern gerade und sich aufregen über bestimmte Thematiken, die einfach nicht angeschaut werden sollten und gar nicht ihre Aufmerksamkeit, wo die Aufmerksamkeit auch nicht hingehen sollte. Versteht ihr? Wenn ihr euch die ganze Zeit ärgert über eine bestimmte Geschichte, da freut sich das Dunkle natürlich, dass man es füttert. Geht da weg, wenn ich das als Tipp bitte ganz verschärft nochmal sagen darf. Und das ist wichtig, höre ich gerade, Leute. Wirklich wichtig. Okay? Also. Fürsorglich sein, Herz offen lassen, nicht in die Angst gehen. Das ist so das Thema, ne? Auf die Zeichen hören und habt den Mut, frei zu sein. Meine Lieben, ich hoffe, ich habe euch hier ein bisschen was Gutes oder kleine Impulse geben können. Nochmal reingucken. Friede mit euch, Friede mit mir. Bis bald. Tschüss.